Heute zu Gast bei Gottschalk Live. Sonja Kraus, Deutschlands heißeste Moderatorin, die genau weiß, wo der Hammer hängt. Und Erol Sander, der mal als Fernsehkommissar, mal als Indianerhäuptling gegen das Böse kämpft. Guten Abend. Herzlich willkommen bei Gottschalk Live. Heute blicken wir mit feuchten Augen in die ewigen Jagdgründe. Denn morgen jährt sich der Todestag von Karl May zum 100. Mal. Und da wir morgen keine Sendung haben, trauern wir sozusagen schon ein bisschen rein. Doch bevor ich mit der Silberbüchse ein Ehrensalut für Erol Sander abfeuere, freue ich mich auf eine Frau, die mit einem Jagdmesser einen Grizzly erlegen kann und dabei noch gut aussieht. Zumindest wesentlich besser als der Grizzly hinterher. Herzlich willkommen, Sonja Kraus. Hallo. Ja. Bei Karl May werden bei mir Erinnerungen wach, bei dir wahrscheinlich weniger. Ach doch, ich habe sie gelesen, natürlich auch verschlungen, die Bücher. Aber die waren ja dann doch ein bisschen zu viel mit Pathos verbunden. Und von daher, aber Pierre Price war ja auch mal ein richtig heißes Eisen. Und den fand ich schon toll. Ich war mehr so der Indianer-Fan, nicht der... Nicht der Old Shatterhand. Hat auch nichts, dass ich meinen Anzug, meinen Lex Barker-Anzug anhabe. Doch, also ich meine, bei dir hätte ich eine Ausnahme gemacht, aber... Du kriegst nachher noch deinen Indianer. Mach dir keine Sorgen. Sag mal, ich habe dich einfach hier so losgeduzt. Wir haben uns ja eigentlich offiziell noch nie kennengelernt. Wir haben nie Bruderschaft getrunken. Nein, aber ich bin mit dir ja aufgewachsen. Von daher, du bist sozusagen mein Fernsehonkel. Von daher, das war ja auch die erste Frage, als wir uns tatsächlich kennengelernt haben. Was sagen wir denn zueinander? Weil ich hatte das Gefühl, ich kenne ihn. Ja, du bist mein Fernsehonkel. Das wollte ich immer von dir hören, diesen Satz. Ist halt so. Das kann sich nicht ändern, ja. Aber zu meiner größten Beruhigung bist du ja auch nicht mehr unterwegs. Ich habe also nichts verpasst, weil ein anderer glücklich ist an deiner Seite. Du bist Mutter geworden. Also kann man davon ausgehen, dass auch du eine gewisse innere Ruhe gefunden hast? Oder warst du immer eher ein ruhiger Typ? Nein, auf gar keinen Fall. Also innere Ruhe hört sich für mich, die habe ich zwar ganz tief irgendwo drin verborgen, aber innere Ruhe hört sich für mich so ein bisschen an wie Seniorenteil und ganz seriös geworden. Und glücklicherweise hat sich durch mein Mutterdasein zwar mir eine ganz neue Dimension der Liebe erschlossen, aber ich bin immer noch wild, unseriös und in keinster Weise ruhig. Haha. Haha. Auch wenn dein Mann jetzt zuschaut, also der Mann an deiner Seite, ich glaube, verheiratet bist du nicht. Nee, wilde Ehe und das seit 14 Jahren und das funktioniert auch ziemlich gut, mal mehr, mal weniger. Und, mal wilder, mal weniger wild? Genau, du sagst es. Und ich habe jetzt auch keine romantischen Bedürfnisse, diesen Zustand zu ändern, weil für mich ist so ein Trauschein jetzt nicht so romantisch. Das Romantischste an so einer Hochzeitszeremonie ist, glaube ich, das Kleid. Und du lässt eine Menge Männer eine Menge Träume. Es gibt ja richtige Blogs, wo sich Männer, und das sind natürlich meistens Kerle, nur mit dir beschäftigen. Und das sind ja nun wilde Fantasien. Liest du sowas? Kann man als Frau sowas überhaupt die lesen? Die Blogs gibst du über dich garantiert auch. Da bin ich mir ganz sicher. Ich suche sie jeden Abend, finde keine. Aber das ist tatsächlich so, dass also Männer sich da Gedanken machen, die du in den seltensten Fällen wahrscheinlich wissen möchtest. Zum Teil finde ich das ganz amüsant. Also ich kann darüber auch herzhaft lachen. Also ich habe hier eine ganz große Community, eine Fan-Community der Fußfans. Ja, und das sind zum Teil sehr eloquente, poetische Menschen, die dann mit mir doch nahelegen, öfters Dianetten zu tragen. Ich muss erst mal nachgucken, was Dianetten sind, ja. Adiletten also, meinen die? Nein, die meinen nicht Adiletten, die meinen Dianetten. Das sind so Riemchen um den großen Zeh und ansonsten ist der Fuß ganz freigelassen. Und das finde ich dann schon wieder lustig. Ich bin ja da relativ tolerant. Und du fühlst dich davon auch nicht belästigt? Also wenn fremde Männer sich Gedanken machen, was du an den Füßen tragen solltest, ist das kein Stalking für dich? Nee, das ist für mich großartig, weil das ist ein Grund für mich, weiter Schuhe zu kaufen. Eben. Über meine Schuhe beispielsweise also macht sich kein Mensch Gedanken, obwohl ich die das also durchaus auch mit den Blümchen und so, Frühlingsmuster, aber es hat mir mal jemand geschrieben, hat gesagt, ich schaltete den Fernseher ein, sah, dass sie, die sind auch sehr höflich, sah, dass sie Stiefel trugen und ging zum Weinen in den Wald. Hallo? Das war Rumpelstilzchen wahrscheinlich. Aber du bist natürlich nicht nur von Männern geliebt, sondern auch von Frauen kritisch betrachtet. Es gibt ja nun immer eine gewisse, ich will das Wort Stutenbissigkeit gar nicht erwähnen. Deswegen sage ich es ja auch nicht. Aber es gibt auch eine freundliche Form der Parodie. Martina Hill zum Beispiel nimmt sich die ja öfter vor. Damit kann man gut leben, oder? Das ist ein Riesenkompliment. Und das Süße war, ich saß kürzlich, also schon ein bisschen länger her, neben Martina und sie sagt, ach Sonja, ich
bin ihr so dankbar. Dir verdanke ich meinen Comedy-Preis. Mittlerweile hat sie so viele Preise. Aber das ist einfach nett und sie ist eine ganz entzückende Person. Und ich muss ja selbst darüber schmunzeln. Dann das wollen geht wir dir wahrscheinlich Zuschauern? Nicht anders. Absolut, absolut. Und ich finde, die von Switch Reloaded machen das sowieso am sensationell. Besten. Also wollen wir es unseren Zuschauern auch nicht vorenthalten. Martina Hill. Girl, you know it's true. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk Talk Talk. Die Sendung, die ProSieben nichts kostet. Jawoll! Gegen ihre Tittchen sehen meine aus wie Brettchen. Aber eines, in einem hat sie recht. Keine kann so schön sitzen wie du. Du hast eine Sitzkultur entwickelt. Eine Sitzkultur? Ja, wie geil doch. Ist das denn? Ich meine, heute gebe ich zu, also mit den Jeans ist ja nicht viel. Aber Männer. Ansonsten mit den Beinen, das ist schon, gibt es da einen... Ja, nein, da ist eine Strategie dahinter. Oder man kann sagen, es ist widerlich berechnet, weil wir liefen ja lange Zeit gegen Fußball. Und das ist die härteste Konkurrenz im deutschen Fernsehen. So, was habe ich mir natürlich als Ex-Model gedacht? Wie können wir irgendwie die Jungs dazu bewegen, mal umzuschalten zu Talk Talk Talk, wenn nicht gerade ihr Lieblingsverein spielt? Und da dachte ich, okay... Tiefes Dekolleté, kurzer Rock, lange Beine und schwupps, es hat funktioniert. Und dann haben wir irgendwann mal von der Redaktion, die fanden das immer so schade, dass ich auf meine Körperlichkeit reduziert werde. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, so, wir machen ein neues Konzept, wir machen jetzt mal Jeans und nettes Top. Die Quote fiel um 2%, was wirklich ja ein Erdrutsch bedeutet beim Privatfernsehen. Und man will... Bei Talk 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 kurz, tief dekoltiert. Das ist in Ordnung, das bediene ich dann auch, ganz pragmatisch. Wenn ich einen Knopf aufmachen würde, würde mich das quotenmäßig auch nicht weiterbringen. Probier's. Hose hochrollen. Ja, also. Gut, nun bist du... Nein, schöne Schenkel hast du ja. Dankeschön, das lassen wir einfach so mal stehen. Ich würde nie den Gegenbeweis antreten. Sag mal, es ist ja nun nicht jede Frau so dezent und anständig wie du. Wir haben zum Beispiel von hier... Von wem sprichst du? Wirst du gleich sehen, zwei Damen haben sich bereit erklärt, sich gegenseitig auf die Mütze zu hauen und nicht nur auf diese. Was sagst du zu diesem Poster hier? Promi-Boxen mit Michaela und Indira. Würdest du gegen eine andere Frau im Boxkampf antreten? Nein, warum? Eben. Also, ich habe ja einen Job. Nein, aber finde ich auf der einen Seite amüsant, weil ich es auch belustigt gelesen habe. Auf der anderen Seite denke ich so, ach Gott, Klischee friss mich, ja. Aber die Mädels verdienen zumindest ihr Geld und mit was, ganz egal, Hauptsache sie zahlen Preis. Hauptsache drauf. Also das war die berühmte Silikonklasse und es gibt auch noch Schwergewicht und alles andere. Du hast vorher diesen schönen Gesatz gesagt, auf die Körperlichkeit reduziert, oder? Ja. Es gibt ein bestimmtes Frauenbild und das wird ja nun teilweise auch immer wieder neu bedient. Also ich erinnere mich, als ich Late Night gemacht habe, das war 92, da war Jenny Elvers. Die war damals als deutsche Nicole Smith unterwegs, noch sehr viel fülliger. Und die war die erste, wo man eigentlich gar nicht so gewusst hat, was macht die Frau. Und trotzdem wurde sie bekannt. Dann kam so um 2000 rum Verona. Damals noch Feldbusch. Ja, erzähl mal, wie du einfach so diese It-Girls, wie man sie auch immer nennt, so siehst. Also muss man... Ich glaube, die haben ein etwas taktisch Kluges gemacht. Sie haben ihr Privatleben in einer gewissen Weise publiziert, sage ich erstmal ganz diplomatisch. Das war sie. Das war aber damals... das ist ja noch ein lustiges Foto. Das ist ja... Ja, lustig sind sie alle. Ja, und haben natürlich auch viel über ihr privates Liebesleben erzählt. Und das ist teilweise recht unterhaltsam. Und ich glaube, das ist, und sie waren damit sehr erfolgreich. Ich Verona meine, die sind ja auch. Beide noch im Geschäft. Würdest du, ja genau, sind die beiden jetzt, also Verona ist ja inzwischen quasi jetzt zu einer Ikone geworden. Also früher hieß es It Girl, jetzt ist es Ikone. Und die fasziniert mich ganz besonders hier. Das ist Daniela. Genau. Die Katze. Ja, obwohl man muss unterscheiden. Also die zwei, muss ich ja sagen, die sind ja auch etwas berühmter geworden durch renommierte, berühmte Männer an ihrer Kerle Seite. Kerle an ihrer Seite, richtig. Mittlerweile ist es umgekehrt. Mittlerweile ernährt Verona eine vierköpfige Familie, ne? Und nicht mal weiß plus Mann. Jetzt hast du dich verzählt, sag ich ja. Und bei Daniela, die hält da was ihr Liebes. Ich glaube, die hat momentan eh viel zu viel zu tun, um sich um Kerle zu scheren. Aber die hat sich ja, die besticht halt durch ihre Naivität, knick, knack. Mhm. Und ist halt
unglaublich offen und nicht nur offenherzig. Und was man halt allen drei Mädels sagen muss, sie sind echte optische Leckerbissen. Da bist du richtig kollegial. Also du würdest dich nicht dazu hergeben, über irgendeine dieser Damen auch nur ansatzweise etwas Kritisches zu sagen. Muss ja auch nicht sein. Ich finde, so eine gewisse weibliche Solidarität würde vielen Frauen ganz gut stehen. Und ja, wieso sollte ich? Also die sind alle sehr liebenswürdig auch. Und also sympathisch und lecker. Und damit ich als Kerl nicht weiter alleine hier kämpfen muss, kommt gleich einer. Ich habe ihn bereits angekündigt. Der aktuelle Winnetou, Errol Sander. Aber wir machen eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Sonja Kraus heute Abend. Mein Gast und wir zwei Blondinen. Wir könnten ja locker Blutschwestern sein. Aber jetzt kommt mein zweiter Gast. Bei dem stellt sich die Frage, man kriegt ja vielleicht den Indianer aus einem Mann raus. Aber kriegt man Winnetou noch aus Errol Sander raus? Charmant, sexy, seriös. Errol Sander ist ein Glücksfall fürs Fernsehen und für romantische Frauen. Er kann aber auch anders. Ermittelt als taffer Kommissar Mehmet Özerkin in Mordkommission Istanbul. Sander wird in der Türkei geboren, wächst in Deutschland auf. Seine Karriere beginnt er als Model, arbeitet für die Großen Armani, Dolce und Gabbana, Dior und finanziert sich so seine Schauspielausbildung. Er schafft es bis nach Hollywood, spielt in Alexander an der Seite von Angelina Jolie und Colin Farrell. Seit 2007 ist Errol Sander Deutschlands Häuptling Nummer 1. Bei den legendären Karl-May-Spielen in Bad Segeberg reitet er als Winnetou. Winnetou! Das Bleichgesicht mit gespaltener Zunge. Soll die kleine Squaw in Frieden gehen? Dieses Jahr unter besonderer Anteilnahme. Denn alle Abenteurer und Romantiker begehen mit ganzer Hingabe den 100. Todestag des großen Hochstaplers und Schriftstellers Karl May. Meine Mutter ist exakt 100 Jahre vor Karl May geboren. 25. Februar 1942. Und er ist geboren am 25. Februar 1842. Also nach Karl May. Ja. Nach Karl May, ja. Habe ich vorgesagt. Deine Mutter wird dir das nie verzeihen. Ja. Du hast mich 200 Jahre alt. Errol, ja. Bevor wir über Mutti reden und über Karl May reden, erstmal zu dir. Ich habe mich auf dich deswegen gefreut, wir haben uns schon mal kennengelernt. Ja. Du bist auch so nett wie in deinen Filmen. Die Menschen mögen dich, egal was du machst. Die meinen, du bist ja eigentlich nie der Böse. Entweder du bist der Kommissar, der alles aufklärt, oder du bist Winnetou, der allen verzeiht. Kannst du auch mal richtig unangenehm werden? Ja, doch. Ja? Wie jeder andere Mensch auch. Aha. Wenn Menschen nicht geradlinig sind oder so und nicht rücksichtsvoll, dann war ich auch sauer. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Holst du den Tomahawk raus oder trittst du Türen ein oder sagst du nur du? Nee, ich sag mal, kennen wir uns? Das heißt, dass zu Hause gibt es den Ärger nicht? Nur nee, zu Hause nicht. Das ist ja zwei Kinder, 2 Jahre alt, 9 Jahre alt. Vati, gutes Beispiel. Ja, ganz wichtig. Und ja, das zu Hause ist ganz friedlich. Ein milder Mensch. Obwohl du ja in der Türkei geboren bist und man dir ein südliches Temperament, das du ja auch optisch darstellst, zutrauen müsste. Also, ich bin in Bayern aufgewachsen und ich bin eigentlich, meine Heimat zu Hause ist Bayern und mein Ursprung ist die Türkei. Das hast du schön gesagt. Also, das nennen wir Integration. Vollblut Glücklichste. Europäer. Was hast du eigentlich für Wurzeln? Bist du aus dem Norden? Bist du eine kühle Blondine? Nein, im Norden nicht. Ich bin Mitteldeutschland, Hesse, Major, Löge. Also, und ich habe leider noch nicht mal irgendwie einen tollen, exotischen Ursprung. Bei mir ist alles deutsch, 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 deutsch. Aber ist doch, da kommt doch alles Gute zusammen bei dir. Du musst dich für nichts entschuldigen, Sonja. Aber man hat ja immer noch gern so einen kleinen, so ein Schirmchen am Cocktail. Das macht sich immer gut, aber ist nicht. Ist deine Frau zu Hause eifersüchtig, wenn du beruflich neben solchen Granaten sitzt? Nee, also sie kennt meine Leidenschaft und meinen Beruf, nicht die Frauen. Und die sieht das nicht so tragisch. 100 Jahre Karl May. Das ist ein Thema, da bin ich standfest. Ich habe, glaube ich, von den 70 Karl Mays 50 gelesen. Das gibt sogar Dr. Fitzli-Putzli und so Zeug da. Weihnachten im Wilden Westen hat er unglaublich viel geschrieben. Hattest du zu Karl May eine Beziehung, bevor du Winnetou wurdest? Nee, bei mir war es genauso wie bei dir. Ich habe die Bücher gelesen. Und es war so eine Traumwelt, die man in sich geschaffen hat. Ja? Man hat geschrieben und das war ja nicht schwer geschrieben, es war einfach geschrieben.
leicht verständlich. Und für mich hat sich da so eine große Traumwelt entstanden. Das Gute hat immer gewonnen, wie in deinen Krimis. Exakt, exakt. Aber dass du Karl May gelesen hast, ich habe gedacht, das sagst du jetzt so aus Höflichkeit oder aus Freundlichkeit, dass Mädchen auch Karl May lesen. Und das ist ja nun nicht in den 70ern gewesen, Tommy, wie bei das mir. Das machst du jetzt so auf alten Mann. Nein. Mädchen, Jungs, klar lesen die auch Abenteuergeschichten. Ich dachte Twilight und nur so, also so Geschichten. Na, dafür bin ich leider ein paar Takte zu alt, ja. Also das habe ich jetzt auch gelesen, muss man ja mittlerweile. Aber damals war das schon, also damals in den 70ern, da liest man auch 80ern Karl May. Nun war dieser, der Karl May war ja eigentlich, wenn man so recht in seine Biografie guckt, ein ziemlicher Sausack. Also er hat sich damals den Doktor auch angeeignet, hat aber keinen interessiert. Der war nie da, wo er es beschrieben hat. Einmal war er da, da hat er nur geschimpft, weil es ihm dauernd schlecht war, weil er das Essen nicht vertragen hat. Ist doch faszinierend, dass ein Mann so eine Fantasiewelt gehabt hat. Ich glaube, das funktioniert auch gerade, wenn er eben nicht dauernd da war und eigentlich keine Ahnung hatte, dann kann er sich das viel schöner ausmalen. Sonst wären seine Romane vielleicht ein bisschen realitätsnäher gewesen und längst nicht so schön und so toll. Für mich ist jetzt, das verdanke ich euch, ein großer Moment. Warst du mal irgendwie in einem Karl-May-Museum? Noch nicht, aber ich habe es mir wirklich vorgenommen. Der Typ hat doch diese Silberbüchse, ja, die Winnetou gehabt hat. Und mit den Handschuhen. Tatsächlich bei sich in seinem Museum hängen gehabt. Ich gebe dir einen Handschuh, du darfst ja auch mal anfassen. Sehr gut. So, klasse. Meine Damen und Herren, ein großer Moment in meinem Leben. Ich werde jetzt. Karl May hat sie in der Hand gehabt, Winnetou hat sie in der Hand gehabt und jetzt habe sie ich in der Hand. Die originale Silberbüchse aus Radebeul. Dankeschön. Darf ich einmal anfassen? Bitteschön. Ach, das ist für mich der heilige Gral. Und jetzt darf er sie auch anfassen, wenn einer das Recht hat. Wow. Mein roter Bruder, nimm diese Büchse. Möge sie dir, ja. Danke euch, Herr Bären. 1000 Bären und, ha, guck da an. So, das ist sie. Wahnsinn. Die hätte nie geschossen, aber da hat er so richtig so schön Nieten drauf gemacht. Wir dürfen die ja nicht mit der Hand anfassen. Sag mal, Sonja, bist du auch das darfst, Original von 1890. Das ist die Original Silberbüchse von 1896. Wow. Das ist eine große Ehre. Man kann damit nicht schießen, weil wenn man sie abfeuert, explodiert das Ding. Aber wir sind ja auch Pazifisten und das war das Schöne bei Karl May. Komm, einmal einfach so. Ha! Also sie ist schon, aber es ist schwer zum Reiten, ne? Wenn du das pass auf, er guckt schon ganz kritisch. Ja, das passt. Wird nicht kaputt. Das passt. Die hat 100 Jahre überlebt. Wow. Das ist sie. Aber schwer damit zu reiten, ja? Also, da ist auch kein Pferd. Naja, ja, ist. Man muss ja damit kannst reiten. Du schießen? Du hast ja unheimlich viele Stunts gemacht. Ich muss reiten. Dankeschön. Okay, zurück und Grüß in die ewigen Jagdgründe. Herzlichen Dank. Wir dürfen ohne Handschuhe uns begrüßen. Dankeschön. Der Hans aus Radebeul. Herzlichen Dank. So, die Silberbüchse. Das war einer der größeren Momente in meinem Leben. Man kann sagen, ich habe in einer Sendung die Silberbüchse angefasst und beinahe Sonja Kraus ans Knie. Aber so weit ist es nicht was gekommen. Was war aufregender? Das ist die Frage. Mit Handschuhen dürfte ich aber, oder? Mit Handschuhen? Na, dann müssen wir uns noch mal unterhalten. Okay, weißt du, wir sind ja auf Gleichberechtigung. Du meinst, ich deins. Meinst du? Oh, ich bin Schiedsrichter. Aber ganz genau. Schönes Lederchen hast du da. Ja klar, das ist die Haut. Das ist die Haut. Nein. Ich hab nackt angefasst. Dann ist das auch geklärt. Sag mal, du bist jetzt in Bad Segeberg nun über Monate als Winnetou wieder unterwegs. Ja. Du hast ja dort Pierre Brice abgelöst. Nee, Gojko Mitic. Weil der hat's. Zwischendurch gab's einen anderen. Ja, das war exakt. Der damalige Ost. Gojko Mitic halt. Genau. Der ja. hat es gemacht 15 Jahre ja. und vor ihm Pierre Brice. Ja. Und der Pierre Brice hat damals diese Rekordzahlen eingespielt, diese Zuschauer, die gekommen sind. Anscheinend haben wir so einen großen Erfolg, dass es auch die letzten 3-4 Jahre so klappt. Wir sind wieder über diese Schallmauer von 300.000 Zuschauern innerhalb von 2,5 Monaten im Theater, es ist unglaublich. Du machst 70 Filme im Jahr, du bist ja ein erfolgreicher Schauspieler. 70 Filme im Jahr schaffe ich nicht. Aber du hast, hab ich 70, habe ich nicht gelesen? Du nee, ich habe insgesamt, aber nicht in einem Jahr. Ach so. Also ich habe ungefähr 74, 75 Filme gedreht in den letzten 10 Jahren. Na gut, das ist natürlich, dann ist es ja kein Problem. Dann ist es ja eben, rechnerisch geht das gar nicht. Aber wenn du so viel arbeitest, und natürlich ist das Filmen angenehmer. Da hast du deinen Wohnwagen, da hast du deinen warmen Tee. Diese Festspiele, ihr spielt, ob bei Regen, ob bei kaltem Wetter, ob das nun voll ist oder nicht, das ist eine ganz andere Herausforderung. Ja, aber im selben Moment ist es die Hauptsaison, wo ich eigentlich die Filme drehe, zwischen Mai und September. Und ich habe halt meine Familie bei mir 1,5 Monate. Die sind die ganze bei mir. Da ist es, das sind die großen Schulferien.
Und ich muss nicht überall rumreisen. Ich bin also dort. Macht dir Spaß. Ja. Das heißt, die Neubauer war das mit den 70 Filmen, das hat mich verwechselt. Nee, ich hab, in einem Jahr? Ja, die schafft das im Jahr. Das ist ja brutal. Aber es macht wahrscheinlich auch so viel Spaß vor Live-Publikum. Das ist einfach noch eine tolle Atmosphäre. Die Kinder, warte, ich sage euch, ich bitte euch, kommt wirklich vorbei. Es haben große Regisseure, man hat zu großen Regisseuren gesagt, wenn ihr Errol Sander als Winnetou einreiten seht, werdet ihr Gänsehaut kriegen und weinen. Und alle haben gelacht. Dann kamen sie zum Kalkberg, waren dort und alle haben Gänsehaut bekommen und haben geweint. Oh. Es ist so emotional, weil es ist so, weil es nimmt deine ganzen Kindheitsträume das mit. Ja. Und ich bitte dich, komm, auch inkognito. Also ja, ich habe in Oberammergau schon geweint, als Jesus reinkam. Dann werde ich in auf jeden Fall ja selbstverständlich. Ich werde auch so emotional. Ja. Mhm. Ja, wirklich, aber. Ja. Und der kam auf dem Esel, du kommst wenigstens am Pferd. Am Pferd, ja. Ist dann nochmal eine Steigerung mit Musik. Nur der alte Pierre Brice, der natürlich sein Leben lang Winnetou war, auf seine alten Tage, fängt er doch noch an dem Kerl zu kratzen. Habe ich heute in der Zeitung gelesen. Er hat, guck mal gleich, wir haben die Schlagzeile hier, damit ich nichts Falsches sage. Die Winnetou-Filme waren naiv und er, obwohl es die Rolle seines Lebens war, hat er doch gesagt, dass er sich nicht unbedingt wohl damit gefühlt hat im Nachhinein. Verwunderlich. Ja, sie waren schon einfach. Aber diese Gegensätze, Frieden, Krieg, Liebe, Hass, und die haben sich am Ende vertragen. Das ist doch, was wir sehen wollen. Etwas Leichtes, was uns glücklich macht am Ende des Tages. Dieses Gut und Böse hat funktioniert nur, es hat mich auch bei den Büchern verrückt gemacht. Der hat ja nie irgendwo gesagt, so, du Drecksack, ich erschieß dich. Der hat ihn immer laufen lassen. Dann weißt du schon, gibt noch eine Folge. Und irgendwann ist er nach der dritten Folge dann endlich in eine Schlucht gefallen. Der hat es nicht fertig gebracht, einem so richtig auf den Deckel zu geben, unser Old Shatterhand. Ne? Naja, der Karl May hat es ja von der Sicht von Old Shatterhand, weil er hatte geglaubt, er ist Old Shatterhand. Er hat es von der Sichtweise geschrieben. Mhm. Und Winnetou war etwas Göttliches. Ja? Der konnte zwischen Böse und Gut unterscheiden. Und deswegen ist er unser Vorbild. Und deswegen musste er jetzt nicht immer, der hat immer eine weiche Sprache. Er hat was Göttliches an sich. Und er war ein schöner Mann, da sind wir beim Thema, ihr seid schöne Menschen und habt damit beide auch Geld verdient. Also ihr habt beide gemodelt. Du habe ich so seit Dolce & Gabbana habe ich gesehen, also richtig große Labels. Also ich war Hausmodel von Louis Vuitton in Paris, Christian Dior. Das Model ist es ganz gut und hat mir Spaß gemacht. Und du hast ja deine eigene, ich glaube sogar Bikini-Line da, aber da modelst du ja, gut, dafür. die habe ich dann auch gemodelt, aber da war ich schon mal im Fernsehen. Für mich war das Modeln immer ein lukrativer, einfacher Job. Und ich habe mir damit dann mit 23 mein Eigenheim finanziert und war mörderisch stolz und bin es auch jetzt noch. Du hast aber auch zugegeben, dass bei Models viel gepfuscht wird, also dass nicht alles so toll ist, wie es dann hinterher aussieht, die Tricks der Models. Also wir haben auch ein paar, wo man sieht, dass selbst schöne Frauen zu unerlaubten Mitteln greifen. Und Sonja geht das immer ganz progressiv an und sagt, nicht alles ist so schön, wie es dann letzten Endes aussieht. Hier zum Beispiel, also Michelle, die inzwischen blond ist, die hat da rechts irgendwie so ein Dingeskreuz, Klebeband, aber was das helfen soll, weiß ich nicht. Das sieht aber aus wie Jennifer Lopez, findest du nicht? Keiner guckt aufs Gesicht. Keiner guckt aufs Gesicht. Nein, ich denke, da, das ist der alte Busentrick, dass man da was hochklebt und da ist halt im Eifer des Gefechts und in der Bewegung ein bisschen was verrutscht. Bei der Naomi ist auch was verrutscht, aber gleich die ganze Frisur, das ist natürlich dann... Ich glaube, die tackert sich die Haare früher mal an. Als kleines Kind habe ich mich immer gefragt, wie schaffen diese Models das, einmal kurzhaarig zu sein und dann kurz danach wieder bis zum Popo die Haare zu haben. Aber es sind halt tatsächlich Haarteile, Extensions oder Perücken, mit denen da gearbeitet wird. Bei uns ist alles echt. Nur der Errol hat wieder seine schwarze Perücke drauf. Sehen wir das nicht mal. So, dann haben wir ein schönes haben wir, glaube ich, noch. Ja, das mit dem Tesafilm. Nee, Hayden Panettiere, so gut, das ist ja okay, der hat sich da... Ja, die hat sozusagen die Kindersicherung angebracht. Genau, aber da Stacey Keibler, guck mal, selbst Clooney muss damit leben, dass seine Verlobte sich hier mit Tesafilm den Busen... Was kann man damit erreichen? Hat sie dieses Kleid angeklebt? Oder Das ist sozusagen die Do-it-yourself-Brustvergrößerung, ja, das von Nabel dann sozusagen auf Balkon... Ja, die Statik wird unterstützt und das ist halt teilweise auch... Ich meine, wenn es im Körbchen bleibt, ist das ja auch wunderbar und... das machst du natürlich nicht, wenn du zum Edeka, zu einem Laden einkaufen gehst, schubst. Sondern wenn du über den roten Teppich flanierst und schwebst, dann sollte halt möglichst alles perfekt sein. Und dann darf man auch gerne mal tricksen. Das kann man auch als Privatperson. Unsere Zuschauer sind ja alle rote Teppich-Freaks.
Nein, aber man kann das natürlich auch mal anwenden, wenn man auf eine Hochzeit geht oder selber heiratet. Ja, und da gibt es ganz kuriose Tricks. Also ich habe ja ein ganzes Buch darüber. Das wäre ein Buch. Ach, das gibt's schon. Ja, ja. Das war immer so eine große Nachfrage. Und da habe ich dann eben mal, das war mein zweites Buch, darüber ein Buch geschrieben. Jetzt ist das vierte Buch mit dem Thema Baby in der Mache. Und Errol, hast du irgendwelche Tricks? Nee, du brauchst keinen. Nee, so wenn mal der Kragen so wegspringt, dann tun wir mal Tese rauf, damit der Kragen so immer richtig dran. Immer diese ekelhaft naturschönen Männer. Ja. Nee, das ist das, das nicht so eine. Ich habe entweder einen Pickel auf der Nase oder eine Fieberblase. Du bist immer, wenn ich dich sehe, heute hast du ja schon ein bisschen underdressed, also normaler. Nein. Underdressed wolltest du, dass ich jetzt als Winnetou komme oder in Dolce. Darf ich petzen, was du vorhin darüber gesagt hast? War so süß. Was? Er sagte, ich lasse das enge Shirt an, ich ziehe nichts drüber, ich habe trainiert, das möchte ich zeigen. Und wir kommen zum Wetter. Wir reden ja nicht von Wutbürgern, sondern von Menschen, die inzwischen immer öfter ihre berechtigten Forderungen einfach nicht nur ins Netz stellen, sondern auch laut aussprechen. Und hier sind vier Forderungen vom heutigen Tage, wo ich gerne eure Meinung dazu hätte. Gabriel soll auf Kanzlerkandidatur verzichten, weil er Vater wird. Ich höre auf zu schauspielen, weil ich Vater werde. Das ist dasselbe, oder? Muss nicht sein. Nee. Du als Frau? Wenn Gabriel eine Frau wäre, würde man sagen, so ein sexistischer Scheißdreck. Harald Schmidt soll bleiben. Er ist ein guter Journalist. Ich darf nichts sagen, ist meine Sendergruppe. Ja, aber der ist ein guter Journalist. Flüge soll nachts von 22 bis 6 Uhr generell verboten werden. Frankfurter Mädchen, und ich weiß, wie wichtig der Flughafen ist für die ganze Region. Aber deswegen der Unterschied nein. ist, du wohnst nicht unserem Flughafen. Aber es ist aber du kennst uns nicht nach Hause. Genau. 1:1. Und Tempo soll generell auf 120 Kilometer begrenzt werden. Nein. Niemals. Niemals, nicht oder? In Deutschland. Wir laufen ja schon 120. Wir sollen dafür sorgen, dass auf den Landstraßen Leute vorsichtiger fahren. So ist es. Da sind und bleiben wir Machos. Wir sind Manta-Fans und werden das auch für den Rest unseres Halt bleiben. Sonja, ich freue mich, dass wir uns für den Rest unseres Lebens duzen. Ich freue mich auch. Wir beide kommen vielleicht mal gemeinsam auf die Karl-May-Festspiele und weinen Bitte. Gemeinsam, wenn ihr einreitet. Wirklich, wirklich. Sonja? Ja, auf jeden Fall. Meine blonde Schwester. Von mir aus, ich hoffe, du da warst. Gute Nacht. Ach, ist immer gute Nacht. Ich denke immer, wir sehen da gar nicht mehr. Schönen Abend noch. Ein Podcast von das Erste.de.